Willkommen zu einem neuen Video zur Bybike-Tour 2024. Die Bybike-Tour ist ein jährlich stattfindender Radmarathon, veranstaltet vom Radsportclub Sturmvogel Bonn e.V. Dort nehmen jährlich mehrere hundert Leute teil und in diesem Jahr dachte ich mir, fährst du auch mal mit. Hey Leute, ich bin Sven und heute fahre ich die Bybike-Tour mit. Normalerweise geht sie von Bonn nach Eupen und wieder zurück. Aufgrund der EU-Wahlen fahren wir heute nicht über die Grenze nach Belgien, sondern machen schon vor der Grenze Kehrtwende und fahren wieder zurück. Nichtsdestotrotz sind es 200 Kilometer, die ich auf dem Rennrad bisher auch noch nicht absolviert habe. Und ob wir das schaffen, das seht ihr in diesem Video. Deswegen würde ich sagen, let's go! Es wird aus Bonn und aus Eupen parallel gestartet. Das heißt, irgendwann kreuzen sich die Wege der Radfahrenden. Ja, in Bonn gibt es auch einen Halbmarathon mit 125 Kilometer, also kann man auch eine etwas kürzere Strecke fahren. Ja, aber ich musste erstmal von Köln überhaupt nach Bonn kommen und so hatte ich dann mal ein paar extra Kilometer noch auf dem Tacho. Ja, am Startpunkt angekommen, die Regalische Wiesen in Bonn, wurde ich dann erstmal angesprochen vom René. Ja, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und ja, wir haben uns auf jeden Fall später noch gesehen auf der Strecke, dazu dann aber später im Video mehr. Bis später dann, tschüss zusammen, viel Spaß, fahrt vorsichtig. Ja, und der Start war dann eigentlich sehr entspannt, weil man darf nicht vergessen, das ist kein Rennen, das ist eine Tour. Deswegen heißt es auch Bybike-Tour und nicht Bybike-Rennen. Viele Straßenabschnitte und Ampeln wurden von den Bundespolizeibikern, die uns begleitet haben, die ganze Tour über, abgesperrt. Ja, vielen Dank nochmal. Ihr habt einen echt sehr, sehr guten Job geleistet. Also an den wichtigsten Stellen standen immer ein paar Biker und ja, haben einen teilweise auch ein bisschen mit angefeuert. War ganz geil. Deswegen Gruß und Dank an die Bundespolizeibiker. Es ging dann so langsam ein bisschen aus Bonn raus und das entzerrte sich dann alles so ein bisschen. Es bildeten sich so kleinere Grüppchen. Es gab dann einige Fahrer, die dann meinten, sie müssten auf die Gegenspur fahren, was natürlich nicht so schlau war, weil noch Gegenverkehr da war. Deswegen gab es auf jeden Fall einmal so eine Situation, wo stark gebremst werden musste. Das war jetzt nicht so klug. Ja, auf jeden Fall, es entzerrte sich alles ein bisschen und dann wollte ich meiner Taktik nachgehen, eine Gruppe zu suchen, an die ich mich dranhängen kann. So, die Tour ist gestartet, Sonne ist am Start. Heute wird schönes Wetter. Ja, und es ist auch wichtig zu betonen, dass es eine Tour ist und kein Rennen. Wir fahren 204 Kilometer mit 1800 Höhenmetern. Und wie ich gehört habe, sind 600 Leute auf der Strecke. Ja, es teilt sich jetzt gerade so ein bisschen auf. Mal gucken, wo ich mich gleich ranhänge. Nach so ein paar Kilometern und im Kreisverkehr habe ich dann eine Gruppe gefunden, wo ich wirklich dachte, okay, das ist ein sehr gutes Tempo. Und da habe ich mich dann dran gehangen. Kilometer 63. Wir sind jetzt hier schon einen ersten kleinen Anstieg hochgefahren und die da vorne waren jetzt ein bisschen zu schnell. Dachte ich mir, ich filme gerade mal und sage, dass wir jetzt gleich Niedegen erreicht haben. Da wird dann die erste Verpflegungsstation sein. Das kommt mir gerade recht, weil ich so gut wie gar nichts gefrühstückt habe. Ich brauche mal Energie. Also wieder aufschließen und dann Essen fassen. Verpflegung am Friedhof, passt noch. So, Verpflegungsstation bei Kilometer 70 absolviert. Gab Tuckkekse, Banane, Apfel, ja, Wasser, Cola, ein Käffchen habe ich mir noch reingeschüttet. Bisschen ISO in die Flasche. Ja, und jetzt fangen die Höhenmeter an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Am Anfang haben wir schon irgendwas mit 12-14%. Ja, das wird jetzt knackig. Aber ich hab Bock. Und ja, ich werde jetzt wohl alleine fahren, weil jetzt habe jetzt kein Grüppchen gefunden, wo ich sage, okay, die fahren jetzt auch los, sehen schnell aus. Ja, ey, ich muss jetzt mal gucken. Vielleicht finde ich ein Grüppchen unterwegs, vielleicht überholt mich was, ich hänge mich dran. Who knows?
Hey, da stand gerade, Achtung, gefährliche Abfahrt. Ja, die erste Abfahrt, die wäre eigentlich ziemlich geil gewesen, wenn nicht so viele Autos vor mir gewesen wären, weil ich wäre schneller durch die Kurven gekommen als die Autos. Ja, hätte nicht sein sollen. Oh, dieser View. Weiß nicht, ob da oben Schloss Nideggen ist. Ah, geil. Geil, Leute. Natürlich kommt nach jeder Abfahrt auch irgendwann wieder ein Anstieg, wo man hoch muss. Ja. Und der zog sich dann so über gut 8 Kilometer. War jetzt nicht ganz so steil, aber der hat schon ganz gut reingehauen. Und irgendwann hörte ich wieder meinen Namen von hinten. Ey, Hopscotch. Ich drehte mich um und sah René mit seinem Kumpel Flo. Ich dachte erst, sie wären ein bisschen zu schnell für mich, konnte mich aber ganz gut dranhängen. Und ja, sind dann zusammengefahren, haben ein bisschen gequatscht. War auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ich die Jungs getroffen hatte und da so ein bisschen ja, mitgezogen wurde. In Lammersdorf angekommen, das war dann unser Wendepunkt und gleichzeitig Verpflegungsstelle. Ey, habe ich mich erstmal so gut vollgestopft, weil hier gab es auf jeden Fall richtig viel und das war auch richtig gut. Also wir hatten hier einen Nudelsalat, belegte Brote und Brötchen, Cracker, Müsliriegel, Milchbrötchen, Bananen, gekochte Eier, Kekse, Äpfel, Melonen und es gab sogar Pommes. Ich hätte eigentlich sehr gern den Nudelsalat gegessen, aber leider war der mit Fleisch und ja, ich esse jetzt seit längerer Zeit schon kein Fleisch mehr, deswegen ist das leider für mich rausgefallen. Aber gut, dafür habe ich mich mit anderen Sachen und natürlich auch mit einer Portion Pommes vollgestopft. Ja, insgesamt brauchte ich etwas länger als René und Flo ready zu sein, deswegen bin ich dann alleine weitergefahren. Das Bike performt heute übelst krass. Gott sei Dank auch bisher noch keinen einzigen Platten gehabt und ja, ich hätte auch keine Luftpumpe dabei. Deswegen muss ich jetzt noch mal ein bisschen Werbung für euch einblenden, denn ich habe hier etwas drin. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar hat mir die Firma Flextel ihre Tiny Bike Pump zur Verfügung gestellt. Auch wieder eine elektronische kleine Pumpe. Habe ich ja schon mal getestet, fand ich super gut. Auch mit diesem Gerät war ich bisher sehr zufrieden. Ihr seht, 110 Gramm leicht, wirklich sehr klein, für alle Ventilarten nutzbar. Und ja, mit 100 PSI, also knapp 7 Bar sind möglich, 350 mAh Akku, eine Laufzeit von 250 Sekunden. Und wir gucken mal rein, was alles drin ist. Ja, natürlich die Pumpe an sich. Eine Anleitung. Mitgeliefert wird ein Ladekabel, USB-C, sehr, sehr gut. Hier noch so ein Gummikäppchen für einen Ball aufzupumpen und für die anderen Ventilarten. Hiermit könnt ihr euch das Ding noch quasi irgendwo dranhängen, als Schlüsselanhänger oder sonst was. Und das Klettband hat auch noch eine Funktion, dazu kommen wir dann gleich. Ja, es ist wirklich sehr klein, handlich, wie auch die andere Pumpe. Das Einzige, was jetzt ein bisschen anders ist, ist, dass diese Nase hier rausguckt und auch hier steht dran, könnte ein bisschen heiß sein, also Vorsicht. Deswegen ist das Ganze natürlich auch wieder in Silikon eingepackt. Ja, USB-C zum Aufladen und die Silikonhülle kann man natürlich auch abmachen. Wir machen das mal eben. Ja, so sieht das gute Stück dann aus. Und hier oben könntet ihr dann diese Schlaufe hier durchmachen und irgendwo dranhängen. Ja, passt auf jeden Fall easy in eure Trikottasche oder wie bei mir halt in die Satteltasche. Und das Gerät schalten wir ein, indem wir einfach lange gedrückt halten und dann hören wir einen Sound, der sich anhört wie ein Tamagotchi. Ja, und das Ding leuchtet die ganze Zeit rot. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, der Akku ist leer. Aber es liegt daran, dass ihr quasi mit diesem Klettband das Ganze an eure Sattelstütze machen könnt und habt dann quasi ein Notrücklicht. Eigentlich eine sehr coole Idee, finde ich. Und ja, der Rest ist eigentlich ziemlich easy. Ihr steckt auf das Ventil drauf, drückt einmal, es wird laut. Ja, und könnt euren Reifen aufpumpen. Wenn ihr keinen Bock auf CO2-Kartuschen habt oder auf diese Pumpen hier, ja, dann ist sowas eigentlich genau das Richtige. Ja, wenn ihr mehrfach pumpen müsst auf einer Tour, dann müsstet ihr natürlich noch ein Akku-Pack mitnehmen, um das Gerät wieder aufzuladen. Aber an sich bin ich von diesen kleinen Pumpen wirklich ein sehr großer Fan geworden und ja, ist immer dabei. Ein Link zu der Tiny Pump findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und wenn ihr bestellt, könnt ihr Hopscotch 10 eingeben und dabei noch 10% sparen und mich dabei unterstützen. Ja, vielen Dank und zurück zum Video. Ja, es geht jetzt auf den Hobel und die letzten Kilometer nach Bonn zurück.
So, zweiten Verpflegungspunkt auch hinter mich gelassen. Und da habe ich auch ordentlich zugeschlagen. Zwei Brötchen, eine Portion Pommes, habt ihr ja gesehen. Noch einen Riegel eingepackt. Und ja, jetzt befinde ich mich auf der Wennbahn. Da bin mal gespannt, wie lange wir jetzt hier fahren. Sieht auf jeden Fall echt entspannt aus. Ja, mal gucken. Ja, Hauptsache mal kein Verkehr, weil der Verkehr jetzt am Sonntag ist echt schon, ja, war schon echt nervig. Ganz schön windig! Auf der Wennbahn waren wir leider nicht lang genug unterwegs, um das richtig zu genießen, meiner Meinung nach. Es waren 7,2 Kilometer, aber ich wäre, glaube ich, das Ding gerne komplett durchgeballert, weil es war einfach kein Verkehr, es war einfach schön, gut asphaltiert, hat Spaß gemacht. Es gab dann noch mal eine kleine Abfahrt und dann kam der nächste Anstieg, der Gott sei Dank mit einem schönen breiten Radstreifen versehen war, dass man da entspannt, ohne den Verkehr aufzuhalten, hochfahren konnte. Ja, dann kamen wir an eine Baustellenampel, wo wir gefühlt 10 Minuten stehen mussten. Das war richtig nervig, aber umso schöner war nach der Baustelle der Radweg. Eine absolute 10 von 10. Er war schön getrennt vom restlichen Verkehr. Es ging durch Wälder durch, links und rechts, grün. Es war einfach nur herrlich. Also eine absolute 10 von 10 von Radweg. Ich bin noch nie einen so geilen Radweg gefahren. Also Eifel, top zum Radfahren. So, es geht in den nächsten Anstieg. Knallt auf jeden Fall jetzt schon rein. Sobald die Autos und Motorräder weg sind, ist es richtig schön hier. Und irgendwann ging es natürlich auch wieder in einen Anstieg. Ja, typisch Eifel halt, ne? Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, die ganzen Anstiege mitzunehmen. Das ist ein gutes Training für Rad am Ring. Ab einem Zeitpunkt hörte ich dann wieder meinen Namen hinten. Ach, der Hopscotch. Und da war der René und der Flo wieder. Ja, ab diesem Zeitpunkt haben wir uns dann komplett zusammengetan und sind wirklich den Rest bis ins Ziel zusammengefahren. Ey, es hat eigentlich sehr gut harmoniert vom Speed her, von den Gesprächen her. Es war eigentlich super klasse. Hat mir sehr gut gefallen, mit den Zweien zu fahren. Deswegen nochmal Grüße an beide gehen raus an dieser Stelle. Hat richtig Spaß gemacht. Ich wiederhole mich, ja. Und es ging dann bei Kilometer 150 in die Verpflegungsstation in Harzheim. Dort haben wir uns dann noch so ein bisschen vollgestopft, noch ein bisschen gequatscht, saßen im Schatten. Und ja, Pipi-Pause, Getränke aufgefüllt. Und dann ging es eigentlich auch schon wieder Richtung Bonn. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eigentlich so gut wie gar nicht vorne mal im Windschatten gefahren bin. Ich war schon so ein bisschen an der Grenze, weil die zwei, die waren schon gut schnell, auch wenn sie ein bisschen außer Puste waren. Aber ich glaube, ich war ein bisschen mehr außer Puste. Deswegen war ganz gut, dass ich nur hinten dran gefahren bin. Ich glaube, vorne im Wind, das hätte ich nicht überlebt. Ja, es ging halt immer wieder hoch und runter. Das hat richtig Spaß gemacht. Kleine Dörfchen, Landstraßen entlang. Ja, gelegentlich fehlte mir dann auch mal die Power, um irgendwie den Anschluss zu halten. Und ey, vom Verkehr her war es eigentlich alles ganz top. Es hat eigentlich super harmoniert. Es gab zumindest da, wo ich die ganze Zeit unterwegs war, keine Behinderung. Man wurde nicht angemacht. Man hat Respekt voreinander gehabt. Autos, Motorräder als auch Fahrradfahrer. Das hat immer geklappt. Aber den ein oder anderen Idioten wie diesen Pickup-Fahrer hier hast du leider immer wieder mal. Aber da darfst du dich echt nicht drüber aufregen. Und ja, wie gesagt, es hat ansonsten super geklappt mit dem ganzen Verkehr. Ja, und so langsam hat es auch irgendwann richtig reingezeckt, ne? Weil die Sonne, wir hatten sehr, sehr, sehr gutes Wetter, hat die ganze Zeit geballert ohne Ende. Das hat auf jeden Fall richtig gut zugesetzt und wir waren irgendwann alle an einem Punkt, wo wir gesagt haben, boah, ey, wir sind so froh, wenn wir endlich am Ziel sind und die Tour vorbei ist. Ja, der Rest bis nach Bonn rein war eigentlich auch alles ziemlich entspannt. Man hat immer wieder mal so ein paar Leute überholt. Es hat sich noch so ein Knibbelchen gebildet, ist dann mit so zwei, drei anderen Leuten bis nach Bonn reingefahren. Ja, und dann waren wir auch schon im Ziel und wir waren echt froh, im Ziel zu sein. Denn dort konnten wir dann endlich mal ein kaltes, alkoholfreies Bierchen genießen. Ja, wir haben uns dann noch gemütlich hingesetzt, ein bisschen die Tour Revue passieren lassen, noch ein bisschen was gequatscht und so. Ja, war mir auf jeden Fall ein inneres Blumenpflücken mit euch beiden.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich eine sehr, sehr entspannte Tour, auch wenn wir ab und zu wirklich ein bisschen geballert sind, weil man wollte es ja doch schon relativ schnell auch irgendwie hinter sich bringen, weil 11 Stunden wollten wir jetzt nicht dafür verbrauchen. Es waren dann, ich glaube, so knapp über 7 Stunden Fahrzeit. So, die Bye-Bike-Tour ist vorbei. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, auch wenn wir uns gut gequält haben. Wie gesagt, auf jeden Fall bin ich schon recht gut im Sack. Weil recht langsam sind wir auch nicht gefahren. Ja, auch wenn es kein Rennen war. Und ja, ich bin jetzt schon auf dem Heimweg. Puh. Ich blende euch gleich noch die Daten ein, wie viel das jetzt alles genau war. Und dann wird der Zukunfts-Sven, glaube ich, das Wort ergreifen und sich verabschieden. Ja, kommen wir zum Fazit. Was sage ich zur Bye-Bike-Tour 2024? Ja, als erstes muss ich das Negative nennen. Und zwar war es wirklich schade, dass wir nicht über die Grenze gefahren sind. Ja, aber war halt so, konnte man jetzt nicht ändern. Ja, die Bye-Bike-Tour war wirklich top organisiert vom Radsportclub Sturmvogel Bonn e.V. Strecke war top gescoutet, also da gab es wirklich nichts, wo ich gesagt hätte, ey, dieses Stück hätte man besser rauslassen können. Nein, das war wirklich eine 10 von 10, die Strecke. Auch von der ganzen Organisation her, es gab genug Verpflegung, es war super viel zu essen da, es gab immer was zu trinken, es gab Iso-Drink, immer wieder eine Cola, Kaffee war am Start, Kuchen war am Start, Obst war genug am Start. Vor allem die Biker, die noch mitgefahren sind, habe ich ja schon erwähnt. Das war auch super organisiert. Das waren richtig viele Biker, die uns quasi Sicherheit gegeben haben. Auch Sicherheit für die ganze Tour und auch für den restlichen Verkehr da draußen. Ein RTW ist immer mitgefahren und ein Pannenservice. Also wenn was gewesen wäre, der Besenwagen, der hätte dich auf jeden Fall eingesammelt. Das war richtig top. Und ja, ich bin angefixt, eigentlich nächstes Jahr mitzufahren, weil ich will unbedingt einmal über die belgische Grenze dann auch fahren. Und alle weiteren Infos zur Bye-Bike-Tour habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Da könnt ihr mal nachschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, Leute. Ciao.